Gerlinde Hörl, Fachbereichsleiterin Flüchtlingsarbeit der Caritas der Erzdiözese Salzburg, zuständig für die eigenen Caritas-Quartiere, für die Grundversorgung von Asylwerbenden im Bundesland Salzburg und zuständig für die Durchführung der Rückkehrberatung der Caritas hier in Salzburg. Die Caritas hat in ihrem Vertrag keinesfalls festgeschrieben, dass sie für die Kontrollen, für die menschenwürdige Unterbringung in den Quartieren zuständig ist. Wir versuchen unsere Betreuung natürlich auch dort in den Quartieren anzubieten, wo wir einen geschützten Rahmen vorfinden. Das heißt, in den allermeisten Quartieren gibt es Beratungsräumlichkeiten. Wenn uns Asylwerbende in Grundversorgung ihre Zimmer zeigen wollen, dann stehen wir selbstverständlich dafür zur Verfügung. Aber wir führen die Beratung nicht per se in den Räumlichkeiten der Asylwerbenden selber durch, sondern eben in Beratungsräumlichkeiten. Wenn uns in Allgemeinräumlichkeiten Missstände auffallen, dann dokumentieren wir sie. Und was insofern auch noch wichtig ist, die Caritas hat auch keinerlei Möglichkeiten und Rechte, letztendlich Quartiergebenden, Verbesserungs-, Veränderungs- oder sonstige Vorschläge zu machen. Auch das obliegt der Landesregierung. Wir haben standardisierte Quartierberichte, die wir zu den unterschiedlichen Quartieren monatlich an die Landesregierung übermitteln. Werden wir in einem Quartier darauf aufmerksam gemacht, dass es tatsächlich eine Schimmelbildung gibt in einer Küche, in einer Sanitäranlage, dann dokumentieren wir das fotografisch und übermitteln sofort, damit auch sofort gehandelt werden kann. Das, was uns aber jedenfalls immer wichtig ist und bleibt, ist, diese Kritik so anzubringen, dass wir nach wie vor ein entsprechendes Kommunikations- und ein Arbeitsverhältnis gemeinschaftlich haben, weil wir davon ausgehen, dass es das Beste für die betroffenen Personen ist, wenn wir gemeinsam, nämlich gemeinsam mit der Landesregierung, Verbesserungen durchführen können und nicht die Caritas sagt, so geht es nicht, das ist nur die Aufgabe des Landes oder da wollen wir uns zurückziehen. Also wir sind da jedenfalls konsensorientiert, aber stetig daran und das sehen wir als unsere vordergründigste Aufgabe an. Was wir aber schon auch sehen, und das hat jetzt mit der Unterbringung und der Versorgung per se einfach nichts zu tun, wäre, wenn man Menschen, die sich hier einem Verfahren stellen müssen, weil sie aus ihren Heimatländern fliehen müssen, wenn man die nicht zur Untätigkeit verdammen wird, sondern wenn man ihnen Möglichkeiten einer Beschäftigung geben wird, wenn man ihnen sinnstiftende Tätigkeiten offerieren könnte oder den Zugang jedenfalls zu sinnstiftenden Tätigkeiten ermöglichen könnte. Ich sehe da jedenfalls eine Kombination an vielen verschiedenen Dingen, die sehr rasch wirklich zu einer eklatanten Verbesserung im Leben von Asylwerbenden führen könnte.